Jo, moin, moin, Flüt und auch hoi, liebe Landratten und Rettchen, und damit herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Ja, so ein bisschen nachträglich der Kampagne. Denn die offizielle Kampagnen-Storyline ist abgelaufen und wir haben jetzt nur noch die Aufgabe: locken Sie in Bright Sands 500 Ingenieure an. Bright Sands, ja, ist alles andere als schick momentan, würde ich mal sagen. Weiß nicht, können wir das überhaupt wieder aufbauen? Ja, wir könnten hier für massiv viel Holz und Steinanlieferung können wir Teile auch wieder aufbauen. Ich würde sagen, das nutzen wir auch mal zu unseren Gunsten. Bereit für den Einsatz. Wir haben... Ich muss erstmal wieder komplett reinkommen. Die letzte Aufnahme für mich ist fast 3 Wochen her hier. Lotto bereit. Nehmen wir mal den Clipper. Gott, haben wir viele Items. Sogar was für ein Museum hier. Dann nehmen wir erstmal ganz viel Holz und ein wenig Stein mit. Sie segeln hier runter. Warte mal, da können wir nicht hin. Steuermann. Wir müssen hier anfangen. Ist hier wo, was? Man erkennt auch gar nicht mehr wirklich, was das hier alles mal war, oder? Eieiei. Die haben halt einfach alles angezündet. Was fällt ihnen ein? So, und wir waren, glaube ich, immer noch im Krieg mit der Eulen, ne? Ja. Mit denen haben wir Frieden. Das werden wir auch weiter so beibehalten. Dann haben wir zumindest irgendwo einen Teil Ruhe. Ja. Erwarten neue Horizonte. Wie sieht's denn eigentlich aus? Haben wir noch... Vom Stapel gelaufen. Oh, wir haben noch... Oh, wunderbar. Ich würde sagen, eine weitere kann nicht schaden. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. So, die Olympia und die Pharao. Schiffsnamen lasse ich jetzt mal gut sein. So, du kannst mal zu. Okay, okay. Wie sieht es denn versorgungstechnisch hier bei der Hauptinsel aus? Schnappes. Nicht so gut. Das geht rapide nach unten. Die Frage ist, ja komm, setzen wir hier noch mit sowas dran. Nee, warte, wo ist es da? Zack. So, noch ein kleines Steinsträßlein. Fertig. Wunderbar. Und hoffen, dass das nur für den Anfang ausreichend ist. Ein neuer Auftrag. So. Dampfschiffwerft, das brauchen wir alles nicht zu anfangen. Ich weiß, kann man das alles wieder herstellen? Könnten wir sagen. Okay, dafür brauchen wir noch Fenster und mehr. Aber könnten wir die quasi wieder alle hier zum Leben erwecken? Wäre das eine Möglichkeit? Kleine Fische müssen darauf achten, mit wem sie schwimmen. Ja, ja. So, fangen wir mal an. Das hier ist der Marktplatz. Ja, eine bescheidene Setzung von Straßen, finde ich. Aber okay, leben wir damit. Generell weiß ich hier ehrlich gesagt nicht, wie die Straßen hier mal ursprünglich standen. Okay. Ich vermute mal so. Bin mir aber überhaupt nicht sicher. Hier fehlt eine Straße? Wieso hast du keine... warte mal. So, jetzt aber, ne? Also ich weiß nicht, also ich muss ja, ich baue hier ein bisschen um, wie ich denke, wie es besser vielleicht ist am Ende. Spielstand gespeichert. Weil, ja,
Wir können ja jetzt hier auf Effizienzbau gehen, das macht ja keinen Unterschied mehr. So. Kann man Ruinen versetzen? Geil. So muss das sein. Erstmal Ruinen versetzen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall auch Fischer. Haben wir hier irgendwo einen Fischer in der Nähe? Hier ist einfach nur alles Ruine. Ich traue mich das noch nicht abzureißen, weil ich nicht weiß, ob ich davon irgendwas mal brauche. Depot. Ist da irgendwo ein Strand mit Fischern? Was hiervon könnte ein Fischer gewesen sein? Das hier? Segelschiffswerft. Hatten die hier keinen Fischer? Boah, okay. Oh, was haben wir hier eigentlich? Ist das Holz? Sägewerk. Hochofen, Beton. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Insel nicht gerade die effizient geführteste war. So. Da sind zwei Sägewerke. Also, wieso sind hier zwei? Achso, das ist das mit der Markthub. Okay. Kostet der Neubau genauso viel wie. Also, das hier kostet. Okay, das kostet gar nichts im Bau. Und das hier auch nicht. Okay. Weil ja eigentlich auch so gehen könnte, ne? Weit Fenster, Stahl. Ach, das ist so ein. Ja, nö, kommt. Ich brauche hier, glaube ich, keinen Mega. Hallo? Danke sehr. Kein Mega Lagerhaus, sondern so ein normales, ein ganz normales, ein schlichtes, kleines. So. Allein wie hier auch schon die ganzen Bäume alle mit abgefackelt sind auf der Insel, das ist ja. Die ist ja brutal, Freunde. Auf ihren Befehl. So. Ich würde sagen, wir renovieren mal eins zu diesen Teilen und dann chippern wir so viel wie möglich davon hier hin und her. Route eingezeichnet. Vergnügte Melodien entspringen meiner Leier. Ihr kriegt schon rum, aber ihr kriegt noch keine Pelze. Machen wir sowas wie Pelze eigentlich hier schon? Das war doch auf dieser Insel, wenn, ne? Nochmal drüber schauen? Jojo, gerne. Zufriedenheit. Sie haben uns etwas voraus. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, Direktor. Okay, wir haben keine Baumwollroute. Haben wir denn eine Insel mit Baumwoll? Sie den meinen, ne? Frohe Kunde bringen zu können. Au, ach, das war das hier mit Prosperity. Okay. Verstehe. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, ne, das ist auch immer wieder herrlich. Gibt es hier Baumwolle? Nee, wir haben auch nur diese zwei hier, ne? Ja, das ist. Auf See kann man. Stillgestanden, Herr Admiral. Was ist das denn? Okay, das habe ich noch nicht. Das sind wahrscheinlich die Perlenfische, oder? Aber wisst ihr was? Die Insel da unten, die holen wir uns jetzt einfach mal von ihr weg. Ach, das ist das Krankenhaus, okay. Die Stimmung ist gut in meinem Lager. Ja, ja. Noch. Noch, Madame, noch. Hier unten gibt es nämlich Baumwolle und die ist nicht gerade klein, die Insel, finde ich. Und ich finde, wir müssen sie sowieso mal ein bisschen mehr in die Schranken weisen, Madame hier. So, der Hafen ist zumindest mit einer weiteren Kanone einigermaßen geschützt. Wir machen hier ein wenig Stein und Holz, also die Eigenversorgung ist gegeben.
Haben wir hier noch Kanonen? Ja. Dass wir in Stein könnten noch ein bisschen mehr sein. Langt es noch für einen weiteren... Hoppala. 50. Nee, die fehlen uns. Als Blaupause kann ich ihn setzen. Hätten wir... Haben wir hier schon alles für Obirus? Ja, Tatsache. Dann gebe er uns ein wenig mehr Obirus. So. Dann können wir uns nämlich auch den zweiten Steinhannes hier leisten. Oh, warte mal. Aber ich wünschte, man könnte ein bisschen weiter rauszoomen. Okay, das ist ein Kanonenboot, das kriegen wir im Leben dann nicht mehr eingeholt. Nach unten segeln ist momentan für uns eine Farce irgendwie so. Alter, was ist denn hier passiert? Das sehe ich ja jetzt erst. Freunde, war hier die Neres Sturmtochter mit Drogon unterwegs oder was war hier los? Eieieiei. Ja, ich weiß, diese Insel hier hätte auch schon Baumwolle. Ich sehe es ja. Aber die ist mir irgendwie zu klein. Ja, die kann man vielleicht noch für ein bisschen Öl mitverwenden und so ein Kram, aber für alles andere sehe ich es irgendwie nicht so. Und wie gesagt, ich bin stark der Meinung, dass man die... Omera hier, die müssen wir ein bisschen eindämmen. Die wird mir sonst zu allmächtig. So. Machen wir ein bisschen Schnellvorlauf, bis wir da unten ankommen. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Ja. Ich sag's noch. Sag mal, ich hab doch jetzt wieder auf Normalgeschwindigkeit. Hallo? Das fühlt sich nicht an wie Normalgeschwindigkeit, so schnell wie die hier schießen. Oh Gott, die hat Dampfschiffe? Okay. Stillgestanden! Schiff unter Beschuss. Flotte erwartet Befehl. Wie nah wollt ihr da eigentlich noch ran? Aber ich werde immer noch hier sein, in gewisser Weise. Der Aufstand hat ihre Stadt in Trümmer gelegt. Sie haben an Einfluss gewonnen. Wunderbar. Leinen los. Klar, das muss dir sein. Jetzt, wo meine Berater alle sagen, ich soll die Füße stillhalten... Oh. Ich würde gerne dieses Eiland beanspruchen im Namen des Kaiser. Diese Insel ist der irdische Zwilling Tians, des mächtigen Himmels. Ja, was du sagst, Madame. Schiff vom Stapel gelaufen. Wie sieht's aus? Hier gibt's noch einen Clipper, hier gibt's... Wir haben hier kein Flaggschiff. Schön, in Zeiten wie diesen ein freundliches Gesicht. So. Komm mal mit darüber. Weiß ja nicht so recht. Wie viel fehlt uns denn für eine Geschützstellung? Also die könnten wir uns leisten, aber die ist noch nicht so stark. Wo ist denn das große? Ist das es hier? Da. 40 Tonnen. Mach mal hin hier. Ja, ich weiß nicht, soll ich jetzt hochsegeln oder nicht? Ich bin gerade ein bisschen... überfragt. Spielstand gespeichert. Okay.
Hier haben wir keine Kanonen mehr. Blutkalmar. Weißt du was? Du segelst mal. Ne, nicht keine Route. Entschuldigung. Wo schicke ich nochmal nach oben? Da. Du segelst mal in Richtung Heimat und bringst uns hier frische Kanonen runter. Ich glaube, die brauchen wir hier. Eine Krankheit ist ausgebrochen. So, das ist die Frage. Die kommen definitiv in diese Richtung hier. Wir nehmen zwei kleine. Ja, und hoffen mal das Beste. Zieh von dann. Prosperity wird standhalten. Wisst ihr, meine einzige Aufgabe ist es, nur Ingenieure zu kriegen, ja, und dafür muss ich jetzt hier noch so einen dämlichen Krieg führen. Ich verurteile sie zu dieser überaus angemessenen Aufgabe. Konservenfabrik. Minus 20 Arbeiter. Ganz leicht davon. Okay, das Schiff ist auch relativ nah, das heißt erledigbar. Ein neuer Auftrag. Was ist das? Okay. Das ist nur ein friedlicher Dampfer. Gut, nochmal kontrollieren, wie sieht der Rest aus? Schnappes erholt sich, Kleidung ist da, Wurst ist da, Konserve ist da, Bier ist da. Seife ist verflucht wenig. Wisst ihr was, dann machen wir, wo haben wir denn bisher Seife gemacht? Kriegen wir das vielleicht nochmal in derselben Ecke irgendwo hingezimmert? Oh, hier unten, ne? Hm. Das ist jetzt eher schlecht. Haben wir nur einmal Seife? Das ist auch verflucht wenig, finde ich dann. Okay, egal, was soll's. Dann setzen wir halt hier jetzt nochmal. Haben wir hier nur das Kontor? Ja. Der Hafen wird angegriffen. Lol. Das ist das Aufgabeschiff. Ich hatte ganz kurz die Befürchtung, dass es vielleicht doch der Süden ist, aber nee, doch nicht. Ja komm, was soll's. Betreiben wir halt hier so ein bisschen gute alte Nachverdichtung. Ihr Hafen wird angegriffen. Die segelt damit in die neue Welt, kann das sein? Es mangelt an Arbeitskraft. Wo mangelt es denn an Arbeitskraft? Hier? Nee. Oh, und da. Hier, oh Gott. Wie viele Bauern brauche ich denn hier bitte? Guck dir mal an, wie viele Bauern wir hier nur überall stehen haben. Hilfe. Ja, dann. Es ist nicht gerade die schönste Stadt, die ich hier baue, das weiß ich. Zustand gespeichert. So.
Oder fehlt es euch hier oben irgendwas? Die wollte ich eh loswerden. Bisschen an Fisch offensichtlich. Ihr Hafen wird angegriffen. Ja, welcher denn jetzt noch? Oh, fuck off. Sie sind in Ordnung. Leute bereit. Ihr Hafen wird angegriffen. Oh, Waffenruhe. Moment, Moment, Moment. Siehst du, nicht unsere, okay. Wo das hinführt? Ihre Insel wird angegriffen. Ja, aber hier oben kommt sie nicht durch, Freunde. Guck dir mal, was wir hier alles stehen haben. 3 große Geschütze, 2 kleine plus das Kontor. Das wagst du nicht, oder? Ich meine, es wäre schön, weil dann wird es sehr schnell vorbei sein. Hat sich verringert. Ja, ja. Insel wird belagert. Ja, so lange darf ich es nicht aufbauen. Wir haben eh keine Kanonen hier. Die Waffenruhe wurde beendet. Es wird sich zum Ende hin, zieht sich es nochmal. Okay, komm, nimm mal mit, was du da hast an Kanonen. Und an Steinen. Neue Welt. So, ihr habt hier das Teil gesammelt? Nö. Mehr als bereit. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ja, mei. Passiert halt mal. Passiert halt mal, hier ist keine Feuerwehr? Von der Überfahrt zurückgekehrt. Wait! Wieso ist hier jetzt keine Feuerwehr? Habe ich die nicht mit eingeplant? Eigentlich auf dieser Insel nochmal machen, das weiß ich auch schon nicht mehr, ne? Wollte ich irgendwas hin outsourcen? Man weiß es nicht mehr. Keine Panik, Freunde, Feuerwehren sind gleich da. So, Badam, badam, badam. Irgendwie missfällt mir das alles hier noch so ein bisschen. Ich würde nämlich gerne den... Kriege ich dafür das Steinzeug wieder? Ja, wunderbar. Ich würde hier gerne den effizienteren Bohrstil angehen. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Und nur den. Sheet happens. So. Auch sehr nah am Hafengelände hier alles, aber okay. Die Frage ist, brauchen wir später Motoren für Ingenieure? Brauchen wir da Motorenfabriken? Ich weiß es nicht. Was bist du? Kanonengießerei? Nee. Die kann definitiv weg. Ich kann euch auch versetzen. Waren Ihre Nachforschungen erfolgreich? Und definitiv waren die erfolgreich, ja. Warte mal, setzen wir erstmal. Ups. Die Dinger hier einfach nur im Weg rum, ey. Ein echter Gesetzeshüter. Jojo, das klingt nach mir. So. Gespeichert.
Jetzt wird doch ein Schuh raus. Ja, ihr kriegt ja eure Haftverbindung hier. Eine schreckliche Schande. Können wir es jetzt wieder aufbauen? Ne, wir brauchen definitiv die Kanonen dafür wieder. Schade. Okay. Wie sehen denn ihre restlichen Inseln hier unten aus? Eher bewacht, ne? Die betreibt da Handel. Stillgestanden, der Admiral. Ja, kommt, dann versuchen wir sie mal da vielleicht abzufangen. Das wäre ja auch mal schon mal eine Maßnahme, ne? Also, ne? Die Flammen wurden gelöscht. Sag mal, können wir eigentlich, bevor unser Schiff jedes Mal um die halbe Insel rumtuckern muss, können wir hier nicht auch irgendwo so eine Anlegestelle hier? Ne, ne? Leider nicht. Und hier ist mir ehrlich gesagt zu ungeschützt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gleich kriegen wir es hier rein. Nicht wirklich, ne? Ja, vor allem würde sie dann jedes Mal an dieser Insel vorbeischrappen. Wo ich mir nicht sicher bin. Auf See kann man leichen. Das ist mir zu nah an ihrer Insel auch, ja. Nee. Wir belassen alles so, wie es ist. Das ist das Beste. Gut, die Freunde, ich würde sagen, ich gehe mal ab in die nächste Folge. Wir haben noch so einiges zu tun hier. Dieser Krieg wird natürlich alles hinauszögern bis zum sonst wohin. Aber naja, wir können es nie ändern. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und dann sehen wir uns alle beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Hummel, Hummel, Maus, Maus.